Und damit herzlich willkommen zurück zu Counter-Strike Global Offensive Overwatch. Mittlerweile müssten wir Mittwoch haben. Ich entschuldige mich, wenn das falsch ist. Und wenn es richtig ist, hoffe ich, den einen oder anderen heute auf der Gamescom zu sehen. Zur Not halt die nächsten Tage. Aber wir schauen jetzt erstmal rein, was hier los ist, ja. Leider habe ich die Kommentare noch nicht gesehen, aber ich denke, dass sich jeder einig ist, dass wir letztens mit Sir Hackalot zu tun hatten. Und ich bin gespannt, was jetzt hier los ist. Unsere Terroristenbande führt 1-0. Wieder auf Cage. Ist jetzt übrigens wirklich Zufall. Das sind die drei Overwatches, die hintereinander kommen. Also, da ist irgendwie keins übersprungen worden oder sonstiges. Es ist jetzt dreimal in Folge Cage und wir sind gerade hier in der zweiten Runde. Es steht 1-0. Unser Suspect war eine ganze Zeit lang AFK. Das ist schon mal ein Zeichen von Griefing, muss man sagen. Ja, ich weiß nicht, ist der Sound heute leiserer? Leiserer, Junge! Ist der Sound heute leiser als sonst? Weniger laut, meine ich. So. Er hüpft hier ein bisschen rum, er hat auf jeden Fall die Slick Moves, also das ist also Movement, wow. Also ich glaube, der hat an Trigger, Aimbot, Skill Hack, wow, nice, wow. Scheiße, sind wir hier echt im Silver Match? Also jetzt von beiden Seiten aus, Cat hatte ja gerade freie Richtung, freies Schussfeld auf Suspect gehabt und hat einfach so oft daneben geschossen und wurde mit der Autopump, mit der Kraken geholt. Sort of. Ich habe ja eine Kraken, Entschuldigung. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Übrigens, das Knife ist ein Bayonet Stained. Sieht aber ganz geil aus, finde ich. Hat was. Das ist so ein Rusty Knife, Junge. Einer war schon Mitte, den hat er jetzt auch gesehen. Alter, das sind Silver Stars. Was ist das für ein... What the fuck? Was ist das für ein Matchmaking, was wir uns gönnen müssen? Ja, da kannst du nicht mal Hack für drücken. Die Gegner sind einfach scheiße. So, okay. Wow, Tricks, ey. Wäre ein schöner Kill gewesen, hätte er den da geholt. Kann sich jetzt drüber streiten, ob Wallhack oder nicht. Also deswegen haben wir ja noch 6 Runden zum Gucken. Ja, Gegner auf jeden Fall sind kacke. Aber wir schauen mal, wie es hier weitergeht. Ja, wir haben jetzt hier unsere 4 Kills mit der Sword auf. Der erste war ja ein Headshot in der Runde davor. Und jetzt 3 läuft bei dem Boy. So, Snake ist in der Mitte. Hier wird ein bisschen gebunny-hupst. Ja, sah ein bisschen... Weiß nicht, für das, was er sonst macht, ja, also movementmäßig. Seht ihr, was jetzt der Lamp gemacht hat? Der hat ja auch versucht, einen Bunny-Hop zu machen, ne? Und er hat es halt versucht, weil es war keiner. Es wirkt, als wenn er und Lamp zusammengehören. Und GGF, ja, der ist zwar jetzt im Laufen, der Schuss ging mal sowas von darüber, dass die hier gerade in diesem Match ein Skript testen, ja. Also das ist jetzt noch so meine Interpretation, denn von dem, was die sonst können, also was Suspect sonst macht, ist er ja relativ kacke. Warum sollte er sich auf Bunny Hoppen konzentrieren, wenn er das restliche Spiel nicht verstanden hat? Ja, hier nimmt er wieder das Knife in die Hand. Geht auch davon aus, dass keiner Mitte ist, dass keiner Truck ist. Theoretisch wurde ja nur der eine auf B, ja, das hat auch verdient. Da chillt einer von den CDs in der Ecke. Also er und Lamp gehören auf jeden Fall zusammen. Das, da können wir uns einig sein. Und ich glaube, dass da so ein ganz klein bisschen geskript getestet wird. Kann mich natürlich auch irren, ja, aber das ist ja der Trick am Overwatch. Mehrere Leute gucken dasselbe Replay. Ich gebe meine Meinung ab und ich bin sehr gespannt auf eure. Leute, wenn ihr weiter Overwatch sehen wollt, ja, wenn euch Overwatch interessiert, lasst mir den Daumen da. Das feiere ich momentan übelst, denn die Overwatches kriegen immer so viel Likes und... Das geht mir einer ab, wenn ich das sehe. Das muss ich ganz ehrlich sagen, das war ein easy Kill. Und deswegen, wenn euch Overwatch gefällt, wenn ihr mehr davon sehen wollt, ja, jetzt leider alle 2 Tage nur wegen Gamescom und so, dann lasst mir den Daumen da. Finde ich sau stark. Und natürlich einen Kommentar mit, was denkt ihr? Hat der Boy hier an? Nutzt der Boy, der Banger, ein Skript? Ja, weil, ja, gut, er kann hier mit der Sword of Locker spielen, weil die Gegner echt Silber sind. Echt Silber. So, noch, wir waren 0-1, hat's gestartet, das heißt, wir gehen auf 0-9. Wir haben also noch ein paar Runden, die wir hier zugucken können. Ey, was versucht der Bengel da? Links ist einer, geht mit dem Messer Mitte raus, ja? Er geht mit einem Knife Mitte raus. Auch wenn er die Runde gewinnt, grenzt er schon fast an Griefing, ne? So, Auto schnippt, der Typ bewegt sich keinen Meter, ne? Anstatt, dass er da einfach reinhält. Junge! Ach Gott. Das muss ein...
Ja, also nebenbei, dass er A smurft, ja, also trotzdem, er ist bestimmt, keine Ahnung, lass mich nicht lügen, ich denke, er ist DMG in dem Dreh und smurft gerade, weil wir haben auf jeden Fall Silber oder wirklich Silber. Gegner jetzt nicht irgendwie, haha, ihr seid voll Kacke, ihr Silver Bobs. Nein, ich glaube, wir spielen hier wirklich in der Silberliga. Und somit gehe ich halt davon aus, dass Suspect und Lamp am Smurfen sind, ja. Meine Theorie, soweit. Und sie smurfen, weil sie was Neues testen. Was testen sie? Ihr Bunny-Hopperich-Skript, ja, oder halt irgendwelche anderen Tools, ne, vielleicht sogar wirklich ein Wallhack, weil egal wie er halt am Bunny-Hopsen ist, er springt zufälligerweise immer in Richtung Gegner. So, ne, da! Habt ihr gesehen? Und das ist auf jeden Fall Scripty-Scriptor, Alter. So, den hätte man sehen können. Ja, gerade kassiert. Also, External Haggis würde ich ihm schon mal geben, ja. Aber ist das alles? Und was denkt ihr? Ist das ein Könner? Ja, oder ist das ein Huhn, der Skripts nutzt? Wie gesagt, meine Theorie ist, dass er smurft mit Lamb zusammen und da probieren sie ihre neuen Skripts aus. Eigentlich so im Bereich DMG vom sonstigen Movement her und Crosshair Placement und all den Geschiss. Ja, und das ist meine Meinung. Ich bin sehr gedacht, guck mal, er ist einfach rausgegangen. Wenn dann ein AWP am Truck gestanden hätte, dann geht er aber einfach nicht davon aus, weil die Silver sind. Gut, wäre auf dem Radar angezeigt worden. Ob er es in dem Moment gecheckt hätte, weiß man nicht. Spielt only sort of, ja. Aber bei den Gegnern auch absolut gar nicht schlimm. Da versucht er ein paar Tricks, hat ihm aber einen Scheiß gebracht. Jetzt wieder geflamed. Nee, doch nicht, dachte, der hat geschrieben. Müsste jetzt dann die letzte Runde sein. Wie gesagt, meine Meinung ist dann external, ja. Kein Wallhack. Also zumindest wurde ihm soweit immer in die Karten gespielt, dass es nicht nötig gewesen wäre. Und Smurf-Account auf Silver-Ranking, also er vielleicht selber DMG in dem Bereich. Ja, das ist meine Meinung. Ich bin auf eure gespannt. Lasst ein Däumchen da und euren Kommentar dazu. Das Wort meine Meinung, die Worte meine Meinung sind sehr oft gefallen. Das ist meine Meinung von meiner Meinung. Tut mir leid, Leute, ist einfach, habe ich mich ein bisschen verhaspelt heute. Nee, nee, ja, nein, ja, doch. Er war AFK, reißen Huren. Ach, komm hier, nein, nein, nein. Wir bleiben mal ernst. So, was ihr denkt, interessiert mich. Lasst es mich wissen. Ich werde es leider erst später lesen können, aber dann werde ich es lesen. So, wir schauen mal, was ich hier noch für Cases habe. Ansonsten öffnen wir eine Chroma. Eine Chroma habe ich bis jetzt immer relativ viel Glück gehabt. Eine Falcon werde ich nicht mehr haben. Falcon, ich schreibe es hier. Falcon 9. Chroma. Chroma 1. Shit, habe ich viele Chroma Cases, Alter. Die allerletzte ist es. Yo. Hier ist noch das Case Opening for today's Overwatch. Let's go! Schön! Finde ich cool. Kann man mitarbeiten. Ja. Feines Ding. Really. Das ist ein cooler Shit. So, Chroma erstmal hier wieder rausnehmen. Eben nach Neueste sortieren. Minimalware. So, was habe ich für eine Muertos? Meine Muertos ist der Drag Minimalware. Ja, schönes Ding, Leute. Lasst ein Däumchen da. Bis dann und ciao.